Komm ich da durch? Ah. Alter, streichelt ihr dem da unten am Sack rum oder was macht er da? Ich will da wirklich nicht hingehen. Oh, Hagebuttentee. Bis wir den Schlüssel finden. Welchen Schlüssel denn? Und wieso hat er da so eine komische... Das sieht aus wie eine Brosche. Ich glaube, da wurde die Brustwarze rausgeschnitten und die hat er einfach gar keine. Oder das sieht aus wie ein Pickel. Ich glaube, der lebt nicht mehr. Hat er... Der hat wenigstens keine Hose an. Hier für die Ladies. Entschuldigung. Und le Problem ist, obwohl der Dicke kann ja hier eigentlich gar nicht hin. Hüa! Eigentlich kann der Dicke hier nicht hin und ich hoffe, der Typ springt jetzt nicht auf und... No complaining now. We have to wash every little part. Oh, who is it? Looking, baby. Oh, you are. Also alles, was recht ist, aber bei dem möchte ich kein Baby sein. So, die Frage ist... Die Frage ist, wie finden wir jetzt, oder wie können wir jetzt timen, wann der Typ da ist? Ich will nicht schon wieder sterben, weil dann ist das Ventil wieder zu. Der muss doch irgendwann dann da rauskommen, oder? Wir können aber auch dahin laufen und notfalls hier wieder in diesen Schlitz reinschlüpfen, wo der Dicke ja nicht hinterherkommt. Wenn jetzt hinter uns ist, dann... Wieso sieht er uns denn eigentlich nicht? Ha 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 ha! Hau schon ab! Komm, geh weg, geh, 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 geh! So, jetzt geht er da hinten irgendwo hin. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht gleich angelaufen, weil ich im Licht stehe. Na du? Oh, da ist er großartig. Wo bin ich denn hier? Ich wollte doch eigentlich woanders hin. Oh, ist das unser Vorgänger?
Ich wollte doch eigentlich in die Wäscherei. Ich wollte doch gar nicht hier ins Büro. Jetzt habe ich nur die Hoffnung, dass ich hier vielleicht noch eine Batterie finde. Batterie? Keine Batterie? Hier auch keine Batterie? So, da muss der Dicke ja bald wieder kommen. Da stellt sie dann hier in den Türrahmen oder so. So, dann geht er jetzt da wahrscheinlich in die Wäscherei. Dann muss er aber wieder zurückkommen. Und geht dann hoffentlich da durch das Tor. Ich warte jetzt einfach mal. Dahin zu laufen wäre natürlich Schwachsinn. Ich warte. Ich warte, ich warte. Fetti. Fetti, lass die Haxen kreisen. Okay, ich höre es klimpern. Ich glaube, er kommt. Zeit hier rum. Scheiße. Okay, kleine Planänderung. Wenn der jetzt wieder zurückgeht, dann patrouilliert er hier quasi nur noch. Dann geht er jetzt da rein. Oh! Eine Batterie! Wo ist denn jetzt? Nicht so laut piepen! So, da kommt er jetzt. Na super, jetzt geht er woanders lang. Na super, jetzt geht er wieder zurück. Ich dachte gerade, da kackt einer. Wir müssen in die Laundry rein. Da, wo er jetzt reingeht. Da müssen wir auch rein. Das heißt, wir schleichen uns da gleich mal rein. Wenn er wieder seine Patrouille geht, dann gehen wir mal in seinem Rücken da rein. Hallo? Es sei denn natürlich, er geht woanders hin. Wenn er da oben ins Büro geht, ist mir das auch recht. So, und jetzt...
Nein! Du dreckiger Mistsack, kack du! Okay. Da fliegt irgendwas rum, ist mir gerade ganz egal. So, immerhin haben wir die Ventile offen und die Sprinkleranlage müsste jetzt auch an sein. Ich höre die Ketten, aber ich weiß nicht, wo der ist. Ich sehe gar nichts. Doch hier. Hätte ich ja gleich da lang laufen können, naja, egal. Hatte ich nicht mehr im Kopf. Hauptsache, wir sind in Sicherheit. Wobei mir das auf einmal gar nicht mehr so vorkommt, als wären wir in Sicherheit, ehrlich gesagt. So, die Sprinkleranlage konnte man irgendwo im Büro bedienen. Ich weiß... Huch, hallo? Waren wir hier schon? Das kommt mir so neu vor. Und da liegt noch eine Pappe. Wenn Sie Dinge sehen, geben Sie Bescheid. Eine psychopathologische akute Belastungsreaktion ist keine Schande. Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten, um Hilfe von einem Murkoff-Erfolgsberater zu erhalten. Erfolg! Ist beratbar. Mann, ich denke immer, hier blinkt eine Batterie irgendwo, aber das ist immer irgendwas anderes, was blitzt. Das ist natürlich doof. Batterie, 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 Batterie. Huch. Ich dachte, hier kann man die Sprinkleranlage einschalten. Sag mir nicht, dafür müssen wir nochmal ins Büro, wo der Dicke rumlatscht. Sehr sprinklerig sieht das ja auch noch nicht aus gerade. So, Notizen. Was? Schalte die Sprinkleranlage ein, um das Feuer zu löschen. Natürlich. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich tatsächlich ins Büro, wo der Dicke rumlatscht. Ich dachte, das wäre jetzt hier irgendwo. Aber da war ich noch gar nicht im Büro, sondern... Ich fürchte, wir müssen wirklich... Ach, Quatsch, wir müssen nicht ins Büro. Ich doof, Mann. Wir waren ja schon richtig. Ich habe so ein Kurzzeitgedächtnis einfach. Das war ja hier. So, bevor der Fette jetzt angelaufen kommt. Boah, wie ekelhaft. Komm, mein Baby, ich wasche dich, ich mache dich sauber. Du sollst doch
glänzen und strahlen. Ja, erst dieser komische Psycho da am Waschzuber und jetzt auf einmal noch der Regen aus der Sprinkleranlage. Wenn da nicht Zusammenhänge herrschen, wahrscheinlich tun sie es nicht. Morgen schauen wir mal, wie es im Feuerraum, im ehemaligen Feuerraum aussieht und was der Typ da macht. Der ist bestimmt sauer, dass wir das Feuer gelöscht haben. Sauer ist der.